Grüß Gott, liebe HSN-TV-Zuseher. Ich und Dominik filmen heute hier im wunderschönen Schlögl-Mühler Adventmarkt. Und das Christkind soll auch bald kommen. Wir freuen uns schon darauf und die Kinder hier auch. Wir lassen uns überraschen, was danach passieren wird. Am Sonntag, den 16.12.2012, fand in Schlögl-Mühler Lindenpark ein Adventmarkt statt. Als erstes wurde das Christkind vor die Kamera gebeten. Was wünscht sich eigentlich das Christkind zu Weihnachten? Dass alle glücklich sind, alle Kinder. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, damit diese Welt ein wenig besser werden würde? Kein Krieg. Dass alle genug zu essen haben auf jeden Fall. Und dass alle eigentlich eine gute Unterkunft haben. Ein bisschen mehr Frieden und dass die Menschen freundlicher miteinander umgehen. Das Geld generell gerechter aufzuteilen, dass es keine Reichen und keine Armen mehr gibt, sondern dass es einfach für jeden Menschen genug Geld und genug zu essen auf dieser Welt gibt. Das wäre eigentlich einer meiner größten Wünsche. Bravo! Die Kinder wurden vom Christkind zu einer tollen Kutschenfahrt eingeladen. Der Maroni-Bruder hatte alle Hände voll zu tun. Wie feiern Sie den Advent bzw. Weihnachten? Oh, den Advent feiere ich eigentlich hier auf unserem Adventmarkt. Das ist ein Adventmarkt von unserem Dorferneuerungsverein Schlögl-Mühl gegründet und muss ich sagen, hat großen Zuwachs bekommen. Und so feiere ich eigentlich meinen Advent, Wochenende für Wochenende. Hier gibt es Handwerk, selbst gebastelte Gegenstände wie Weihnachtskugeln, Weihnachtsglocken. Wir haben Türbögen und Schmuck ist zum Beispiel heuer auch ein Renner, selbst gebasteltes aus Schmuckkeramik. Krippen waren zu sehen, auch Kinderspielzeug für die Kleinen konnte man kaufen. Zuckerwatte, Schnaps, Speck und vieles mehr. Das Christkind bastelte etwas Weihnachtliches mit den Kindern. Warum sind Sie gerade Krippenbauer geworden? Ja, das ergibt sich aus einer langen Krankheit, schweren Krankheit. Ich war herzkrank. Und nachdem ich dort in Pension geschickt worden bin, habe ich mir einen Ausgleich gesucht und dann habe ich meine Krippen gebaut. Was wünschen Sie sich vom Christkind? Was wünsche ich mir von, was wünscht man sich vom Christkind? Hä? Eigentlich wünscht man sich, eigentlich, dass man gesund bleibt, dass es uns gut geht und dass alles eigentlich so ist, wie es ist. Aber Gesundheit, glaube ich, ist das Wichtigste momentan. 3D-Spiel. Dieser kleine Adventmarkt, der vom Verschönerungsverein Schlögl-Mühl veranstaltet wurde, erfreut sich immer größere Beliebtheit. HSN-TV wünscht allen Zusehern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013.